Zeit weg, meine Damen und Herren. Jetzt reicht es halt nicht mehr. Servus Leute, willkommen zu einer neuen Folge von All for Motion. Ich drehe heute mal meinen ersten Vlog und wir sammeln heute von meinem Cousin einen A8 4 2 Liter ein, etwas älter, und wie ihr im Hintergrund schon seht, dementsprechend auch der Händler, aber mein Gott, dafür findet man vielleicht was Gutes. Wir sind mit der Corvette hier, hat viel Spaß gemacht auf dem Weg hierher, jetzt schauen wir uns das Auto mal an. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Von genau 0 Kilometer. Wo ist die nächste Tanke hier? Weil 0 Kilometer ist halt keine große Reichweite. Your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. So, wie ihr seht hier im Hintergrund ist eine wahnsinnig tolle Umgebung, also es ist ein Industriegebiet. Dementsprechend war auch gerade der Händler, habt ihr bei mir im Hintergrund wahrscheinlich gerade gesehen. Auch hier da drüben. Also hier stapeln sich die Autos, aber naja gut, ich meine, dass die Jungs natürlich nicht groß nachtanken, ist auch klar. Und bei einem V8 schon gleich gar nicht, weil da ist ja mit ein, zweimal Probe fahren sowieso der Saft weg. Und deswegen jetzt mal gucken, wann wir hier eine Tanke finden. Der Händler hat es meinem Cousin zwar beschrieben, aber wer weiß, ob das so eindeutig war, weil hier hat es überall Umleitungsschilder. Und nochmal rechts, gerade eben links, jetzt wieder rechts. Naja, wir schauen mal, was bei rumkommt. Bis gleich. Jetzt checkt er noch den Luftdruck, damit auch alles in Ordnung ist, damit auch alles passt. Hose passend zum Staubsauger nebendran. Wirklich schöne farbliche Kombination. Die auch kopfüber montiert kriegen. Sollte ja an sich kein Problem sein. Und da die Corvette hier so eine Scheibe hat, bietet sich das ja fast an, die da festzumachen. Und sollte auch einigermaßen piepen. Tut sie schon mal, ist schon mal nicht übel. Ich weiß es nicht, aber sie nimmt auf jeden Fall auf. Festgestellt habe ich, dass deine Hose farblich zum Staubsauger passt, als du dich da hinten... Meinst du, ich soll meinen Job aufgeben und du solltest Staubsaugervertreter werden, genau. So, dann nehmen wir euch mal runter und fahren mal los. Wir haben einen kurzen Stopp gemacht, weil wir haben dieses gigantische Militärgelände hier entdeckt. Ja, ohne Absperrung, ohne alles. Und jetzt habe ich kurz gesagt, okay, lass die Autos hinstellen. Und wie ihr seht, ist uns das schon ganz gut gelungen, so ein bisschen. Und jetzt machen wir mal ein paar detaillierte Bilder. Stau. Markus steht hinter mir mit dem dicken. Leckere Flammkuchen sind halt eine tolle Geschichte, aber wenn man dafür halt... Ihr seht es im Hintergrund, ich stehe. Die neben mir bewegen sich, aber ich stehe. Also da bringen halt einem auch 6 Liter Hubraum nichts, wenn vor ihm alles da ist. Bewegt sich das. Wenn vor ihm alles steht,
bringt das halt nichts. Naja, so viel dazu. Wir werden natürlich trotzdem weiter unseren Plan verfolgen und Flammkuchen essen gehen, weil ich meine, Auto einsammeln ist das eine, aber gut essen das andere. Und ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ziemlich begeistert von dem A8, den mein Cousin da eingetütet hat, weil es war echt ein Schnäppchen. Und viele Leute lassen sich von so Kiesparkplatzhändlern und so im ersten Moment abschrecken, aber die kaufen einfach Autos in großen Mengen. Oft aus Rückläufern oder gerade bei Autohäusern, die Neuwagen vertickern und mit diesen alten Kisten gar nichts anfangen können. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass die Autos sehr schlecht sind und in seinem Fall einen ganz guten Griff gemacht. Schön 310 PS, 4,2 Liter Audi Allrad, beiges Leder. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist einfach, also gefällt mir gut. Ich sage jetzt mit Absicht nicht, was er bezahlt hat, weil sonst fängt an einigen an, das Herz zu bluten. Aber es ist weit weg von Gut und Böse, sag ich mal. Und deswegen hat er jetzt auch noch Geld übrig für einen Pfannkuchen. Flammkuchen. Wobei, Pfannkuchen können wir zum Nachtisch essen. In Frankreich nennt sich das, glaube ich, Crepe. Also von daher, naja, wir schauen mal, wir bleiben mal dran. I'm walking alone, the streets are empty. Everything I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your... So Leute, gut gegessen, gut gespiesen und Flammkuchen reingedrückt. Markus ist gerade noch am Zahlen und ich wackel jetzt schon mal los Richtung Getränkemarkt, hol mir noch was zu trinken und dann geht's ab auf die Autobahn und zurück in die Heimat, weil wir haben immer noch wahrscheinlich so anderthalb Stunden, zwei Stunden vor uns. Straßburg ist ja nicht gerade um die Ecke von Stuttgart. Aber gut, ich kann es laufen lassen und mal schauen, wie der V8 bzw. der A8 hinterherkommt. So, jetzt gibt's ein paar Getränke und dann geht's ab. Bis gleich. Ciao. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Mittlerweile wieder zu Hause und mega geiler Tag einfach. Super witzige Ausfahrt, auch wenn sehr turbulent und alles. Aber der A8 ist richtig, richtig gut. Läuft auf der Autobahn heim zu, ist richtig gut. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Das war mein erster Vlog quasi. Es folgen weitere Ausflüge zum Einsammeln von Autos oder was auch immer. Das heißt, da wird auch so ein bisschen hinter den Kulissen Material dabei sein. Und denkt dran, teilt, liken, abonnieren, was auch immer euch gerade einfällt zum Ende dieses Videos, ist sehr willkommen. Ich freue mich und viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Yeah.